Hallo, ich bin auf dem Spaziergang, einfach um mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Nebenher nutze ich die Zeit auch gleich mal, um ein, zwei Videos zu machen für euch. Und mir ist jetzt eins eingefallen, was auch heiß diskutiert wird oftmals im Netz. Kann ich Huskies freilaufen lassen? Und da geht es dann sofort drum, nein, bloß nicht, die Hunde sind sofort weg, kannst du nicht machen. Der große Jagdtrieb, der böse, böse Hund, geht nicht. So, jetzt überlegt einfach mal, ihr seid ein Lebewesen, ihr könnt gern Mensch sein. Und ein anderes Lebewesen übernimmt dann die Kontrolle über uns Menschen und fängt dann an, uns aufzunehmen. Und ihr dürft nur im abgegrenzten Raum, im Gehege, in Wohnungen laufen. Und wenn ihr draußen in der Natur seid, dürft ihr nur an der Leine laufen. Also es ist ja wie ein Sträfling, wie ein Gefängnis. Und das geht einfach nicht. Dass es funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Auf meinem Spaziergang habe ich hier die Rehwin mit dabei. Und da hinten läuft die Leila. Also ich möchte jetzt zugeben, das sind jetzt nicht gerade die temperamentvollsten von unseren 18 Hundis, die wir haben. Aber ich möchte einfach auch zeigen, dass es trotzdem geht. Ein temperamentvoller Hund, der läuft dann weit vor mir, schaut sich immer wieder um, kommt dann wieder zurück. Der ist viel aktiver wie die zwei, aber dennoch, die Gefahr ist dieselbe. Wenn jetzt irgendwas kommt, könnten sie theoretisch auch erst einmal weg sein. Aber ich weiß ganz einfach, dass sie es nicht machen. Und das ist einfach die Bindung, die man zu den Hunden aufbaut über die Jahre. Auch Gespanntraining. Die Konsequenz, auch das Geben, was man den Hunden gegenüber zeigt. Also nicht bloß, dass ich einer bin, der dominiert und das, was ich sage, ist Gesetz, sondern auch den Hunden zeigt, das, was du sagst, kann genauso richtig sein. Kommt zum Beispiel im Gespanntraining sehr vor. Können wir mal ein extra Video machen, ist sehr, sehr, sehr spannend, weil man einfach auch den Hunden zeigt, du, wenn ich jetzt Kommandos gebe, fahren wir die Sache definitiv an die Wand. Jetzt müsst ihr einfach mitentscheiden und ich ordne mich euch unter, damit wir alle zusammen in Heile nach Hause kommen. Und so ist das ein permanentes Hin und Her, kein Dominieren, sondern versuchen, sich auf einem Level zu treffen. Und umso besser das funktioniert, umso mehr ist die Beziehung auch da und dann habe ich solche Hunde, die einfach so damit hintrotteln. Und das ist das Größte, was es gibt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch auch zeigen, dass es funktioniert. Als Grundstock brauche ich natürlich ausgeglichene Hunde. Das geht es natürlich nicht mit einem, der völlig hyperaktiv ist, der einfach erstmal froh ist, überhaupt laufen zu dürfen. Das ist nämlich der Hauptreflex für die Hunde, für den Huskies allgemein, dass sie erstmal laufen wollen, erstmal die Energie loswerden. Ja, endlich bin ich frei und wir interpretieren das Shit, jetzt ist der Hund weg. Ja, man kann es so sehen, man kann es auch anders sehen. Habt ihr aber ausgeglichene Hunde? Sprich trainierte Hunde, die im Gespann laufen, die ihre Energie loswerden dürfen. Dann habt ihr auch Hunde, die mit euch mittrotteln, wie die zwei hier. Und das Futter. Das Futter ist auch noch eine sehr große Größe, klingt doof, ist aber so. Kann man so vergleichen, ihr pulvert euch voll mit Haufen Energie, ob es nur Zucker ist, Kaffee, Energy-Drinks oder alles ganze ungesunde Zeug. Ihr habt einfach eine Energie in euch, die muss raus, ihr müsst was machen, ihr wollt was tun. Und ähnlich ist es auch mit falschen energiegeladenem Futter. Die Hunde werden nicht ruhig. Und das ist ein großer Aspekt auch, was auch mit einer Rolle spielt. Unruhige Hunde haben auch nicht die Möglichkeit, ihren Kopf anzustrengen, weil sie ja sich völlig selber im Weg stehen. Habt Vertrauen zu euren Hunden, werdet selber ruhig und dann werdet ihr auch ruhige Hunde bekommen. Wenn ihr kein Vertrauen habt und unruhig seid,
Wo soll die Beziehung herkommen? Ich wünsche euch in eurem Vorhaben und ich hoffe, ich konnte viele jetzt mal inspirieren, zu versuchen, ihren Hund zu vertrauen und einfach mal gemeinschaftlich durchs Leben zu gehen. Und ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt und gebt es nicht gleich auf, wenn mal was schief geht. Bei uns, also uns Menschen, geht auch immer sehr, sehr viel schief. Aber deswegen gebt mir doch nicht gleich auf. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir machen immer mal wieder neue Filme, welches ums Training geht, Ernährung etc. Und das soll euch helfen, weiterzukommen mit euren Hundis, weiterzukommen mit euch. Ich freue mich immer wieder über Fragen oder allgemein Kommentare. Hast du diesmal versucht? Ich habe die Erfahrung. Hast du das mal versucht? Ist auch mal, also praktisch ein Widerspiegeln. Du, ist gut, aber ich hätte da noch eine andere Idee. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil ich kann auch nicht alles. Ich bin auch nicht der Allwissende und lebe einfach von meinen eigenen Erfahrungen beziehungsweise auch oftmals von den Erfahrungen anderer. In dem Sinne, macht's gut, bis bald, tschüss.